Die sind doch verrückt! Die wollten uns umbringen! Der Butler hat wohl gedacht, wir erkennen ihn nicht hinter dieser lächerlichen Maske. Aber seine stechenden Augen, die sind mir sofort aufgefallen. Matrosen, wir haben Wichtigeres zu besprechen. Ich glaube, die Chose von eben sollte uns nur ablenken. Wie ablenken? Wir wären beinahe draufgegangen! Habt ihr nicht die Fackeln gesehen? Nick, jetzt beruhig dich mal und schnapp dir einen cremigen Joghurt. Heute biete ich den jungen Draufgängern das Joghurterzeugnis Babylon Supreme an. Natürlich in den Farben Blau, Weiß, Rot. Dreimal bitte. Dreimal Dank! Jungs, jetzt aber mal zur Sache. Ich sehe es jetzt kristallklar vor meinen Augen. Irgendjemand, wir wollen ihn mal die dunkle Unke nennen, versucht das heilige Geschmeide von König Nebukadnezar wieder zu vereinen. Den Nachtbringer, die Kobrawinde und die Krone des Lamastu. Ich gehe davon aus, dass es sich bei dem Nachtbringer um den heutigen Kanzlerring handelt. Laut dem Privatier liegt die Kobrawinde sicher verwahrt im historischen Museum von BC. Wenn mich meine Augen nicht getäuscht haben, sieht die Kette, die kürzlich aus dem Museum gestohlen wurde, exakt so aus wie die Kette, die wir an der großen Statue von König Nebukadnezar gesehen haben. Und das bedeutet, die dunkle Unke hat bereits zwei Artefakte des heiligen Geschmeides zusammen. Genau. Und wahrscheinlich jagt sie gerade dem letzten Artefakt, der ehernen Krone, hinterher. Und was will sie denn damit? Die Gründe dafür lassen sich nur erahnen. Aber wenn es stimmt, was uns das Mitglied des dunklen Ordens in Big Brisios Joghurt Palace erzählt hat, dann bedeutet das für Europa nichts Gutes. Glaubst du etwa diese ganze Geschichte mit der unermesslichen Macht und so weiter? Natürlich nicht. Aber wir sollten diesen Unkenmann vielleicht nicht unterschätzen. Er ist uns bis jetzt immer einen Sprung voraus gewesen. Meinst du, Big Brisio hat was damit zu tun? Nein. Aber es ist unsere Pflicht als gute Europäer, dieses hüpfende Scheusal aufzuhalten. Ich nehme an, dass die Unke die Krone noch nicht gefunden hat. Wir müssen ihr zuvorkommen. Meinst du nicht, wir sollten die Polizei einschalten? Nein. Wir machen da weiter, wo die Polizei aufhört. Hier sind wir gefragt. Team Europa macht da weiter, wo die Polizei aufhört. Team Europa, hurra! Okay, aber wo finden wir die Krone? Wo könnte sie sein? Jungs, ich glaube, ich habe ein Update für euch. Du? Was für ein Update? Letztes Mal, als du ein Update für uns hattest, hast du versucht, unsere Eurofonds zu übertakten. Es lief den ganzen Tag Radio Ayele. Ich wollte es euch in Ruhe erzählen. Als wir bei Professor Assis waren, da habe ich ja den Keller mit dem Crime Detector unter die Lupe genommen. Und ratet mal, was ich da gefunden habe. Den Wäschekeller? Ein Alchemielabor? Dem will ich zutrauen. Nein. Der Crime Detector führte mich in einen erdlochartigen Verschlag. Und dort fand ich zunächst einmal ein Crime. Was für ein Crime? Ein Buch über den schiefen Turm von Babylon. 2 Tage zu lang aus der Universitätsbibliothek ausgeliehen. Als ehrenwerter Bürger Babylons ist es meine Pflicht, das Buch fristgerecht zurückzubringen. Man weiß ja nicht, wann der Professor das zustande gebracht hätte. Er ist in letzter Zeit etwas zerstreut. Also nahm ich es einfach mit nach Hause. Dieser Scharlatan arbeitet sowas von unwissenschaftlich innerlich. Wahrscheinlich zitiert er für seine Veröffentlichung sich selbst. Und das Schmierblatt von diesem perversen Stadionschweinegrafen. Okay, also zu Hause wollte ich mir das Buch dann genauer anschauen. Jedenfalls fiel da eine alte Landkarte von Babylon heraus. Und wisst ihr, was darauf eingezeichnet ist? Nun sag schon. Spann uns nicht länger auf die Folter. Der schiefe Turm von Babylon. Und obendrauf eine Krone. Jedi, du bist genial. Ich würde sagen, Fall gelöst. Wie immer. Team Europa ist Polizei und Unkerich einen Schritt voraus. Du bist genial. Ich entnehme eurer niveaulosen Konversation, dass unser nächstes Ziel der schiefe Turm von Babylon City ist. Moment, Leute. Da ist mir was total liegen geblieben. Was denn? Matrosen, heute ist doch die Titelverteidigung im 3 gegen 3 Street Hula Hoop gegen die Jungs von der Hafengasse. Da können wir wirklich keine Rückzieher machen. Recht hast du.
Heute Abend ist immer noch Zeit, Europa vor der dunklen Unke zu retten, oder? Na klar! Team Europa, hurra! Ja!